Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Alien Nation. Ja, leider ist mir bei der letzten Aufnahme die Aufnahmesoftware abgeraucht, weswegen ich nicht mehr komplett aufnehmen konnte. Das Problem ist jetzt auch, ich habe jetzt mal geguckt, es gibt hier im Level Kanonenfutter momentan nur einen, der spielt auf der Veteranenstufe und der ist halt leider auch schon wieder dabei, das Treibmittel zu finden, also das, was ihr schon gesehen habt. Beziehungsweise eigentlich könnte auch ich die Mission rein theoretisch... Ja doch, ich mach sie mal alleine. Dann seht ihr einfach nochmal die komplette Mission. Vielleicht werde ich sie beim Treibmittel dann abbrechen. Ich schau mal, ich weiß es noch nicht genau. Fernsehen ein bisschen leise machen. Nicht, dass wir hier noch irgendwie... zu viel hören vom Fernseher. Ja. Ups, so. Ein Geschoss für das Schiff Scharfschütz-Dings da finden. Okay. Zack. Au. Feuer heiß. So, wo muss ich denn lang? Ich muss da hoch. Bin ich denn? Ach da, okay. Yay, Herausforderung. Siegen Sie die Alienwellen. Da. Baba bam. Baba bam. Baba bam. Direkt. Nein, Springer, Springer, Springer. Hasse Springer. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Wow, ich bin jetzt irgendwo. Wow, Mami. Das lief ja nicht so. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Ja, da sind noch mehr Gegner. Hä? Hui! Mau? Oh je. So, also ich mache jetzt nicht jede irgendwie Herausforderung. Finde ich jetzt das Bock alleine jetzt nicht ganz so heftig, deswegen gehe ich halt die Story durch. Wenn ich jetzt mit meinen Jungs spielen würde, dann wäre es schon was anderes. Wow. Aber so alleine jetzt da Zombie-Hordenwellen zu besiegen, dafür die Mission wieder neu starten zu müssen, weil ich vielleicht verrecke, ja, das bockt jetzt da nicht so. So.
Juhu. So. Kommt aber. Uah. Wie bei Troja hier so, alle durch so eine Enge schicken und dann zack, 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 zack. So, das Geschoss laden. So, wow. Springer, Springer! So, ich muss da lang. Dum, 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 dum. Boah, gestern kam die dritte Folge von Game of Thrones. Richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Das erste geht es langsam dreckig ab und wow! Falls ihr es auch guckt, hoffe ich zumindest mal. Ich bin sehr, sehr großer Game of Thrones Fan. Also lese sowohl die Bücher als auch die, dass ich die Serie gucke. Hui, war das knapp. Okay, ja, auf jeden Fall. Game of Thrones. Folge 30 ist angelaufen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, wird wahrscheinlich die komplette, also wo ich es dann hochlade, wird wahrscheinlich die komplette Staffel schon lange vorbei sein. Wird noch ein bisschen dauern, bis ich wieder mit dem Hochladen anfange. Aber man kann ja trotzdem immer über Game of Thrones reden. Ich habe ja auch mal eine Game of Thrones Theorie ins Internet gestellt, ein Video davon hier. Wer sind Jon Snows wahre Eltern, bla bla bla. Mittlerweile kennt ihr es wahrscheinlich schon. Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark. Stirb. Ja, auf jeden Fall geht's gerade wieder richtig mächtig ab. Jon Snow und Daenerys sind jetzt endlich mal hier zusammen. Naja, so mehr oder weniger. Bin ich echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Momentan scheint ja Daenerys wirklich noch eher aufs gegen Cersei losgehen zu wollen. Das Ganze mit dem Nachtkönig und den Weißen Wanderern ja nicht so ganz ernst zu nehmen. Das Lustige wird halt noch sein, was wird, wenn Daenerys erfährt, dass schon eigentlich der Sohn von Rhaegar Targaryen ist, also somit eigentlich der rechtmäßigere Thronfolger. Ich meine, er ist zwar ein Bastard, aber wenn ich es glaube ich richtig weiß, ist es doch so, dass halt trotzdem der Junge, also der Sohn, immer noch der wirkliche Thronfolger ist. Glaube ich zumindest, so war das. Wenn es falsch ist, berichte mich doch einfach mal in den Kommentaren. Ja, das ist jetzt der Part, den wir schon gespielt haben, pass auf. So. Das Geschoss laden. Na gut, das haben wir ja letztes Mal nicht gemacht, das war ja ein anderer. Wow.
Huch. Ja, das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr lustig. Und ob die... Ob sich Daenerys dann irgendwie fügen wird oder nicht, ist so eine Sache. Ich meine, sie hat jetzt die ganze Zeit gekämpft, bla bla bla, und erzählt ja immer hier so, ja, hey, mein Vater war der und der, deswegen bin ich rechtmäßiger Thronfolger. Ob sie es dann halt auch immer noch so sehen wird, wenn der rechtmäßige Thronfolger dann eigentlich der Jon wäre? Ist so eine Sache, wie seht ihr das? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Und ob ihr eigentlich überhaupt Game of Thrones verfolgt, nur die Bücher, nur die Serie, was gefällt euch besser? Habt ihr auch noch irgendwelche Theorien? Wo muss ich denn lang? Treibmittel finden. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Ach Gott, ich muss hier, ging es wirklich so weit? Bin ich denn überhaupt auf der Karte? Ich sehe mich gar nicht. So, sorry, ich muss mich gerade immer ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich dann auf einmal so ruhig. Game of Thrones. Ja, was halt auch noch so eine Geschichte ist, ich weiß leider gar nicht mehr, ob das in der Serie überhaupt vorgekommen ist. Könnt ihr mir auch nochmal sagen, wenn ihr das wisst. Aber diese Geschichte mit dem Drachenhorn. Es gibt ja, also für die, die es jetzt noch nicht wissen, Achtung, Spoiler-Alarm halt immer. Es gibt ja diese sogenannten Drachenhörner, die irgendwie wohl Drachen kontrollieren können, wenn man sie, bläst. So, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, ist halt schon alles eine Weile her. Hatte Euron Graufreud eines dieser Drachenhörner mit dem Namen Dragonbinder? Wenn ihr euch wundert, warum ich Sachen auf Englisch ausspreche oder irgendwie sowas, ich habe die Bücher halt auf Englisch. Ich mag halt diesen Original, Ton ist es schlecht zu sagen. Au! Weil oftmals sind halt Sachen einfach auch bei Game of Thrones scheiße übersetzt. Genauso wie ich Jon Snow im Deutschen so behindert finde mit Jon Snow. Ich meine, okay, für die Engländer ist wahrscheinlich Jon Snow genauso behindert. Aber, ich weiß nicht, Jon Schnee, das passt einfach nicht. Das gleiche wie wenn ich jetzt hier, was weiß ich, Son Gohan mit Reistopf im Deutschen besonnen würde. Was soll mir das? Irgendwas mit Reis oder so war das, glaube ich. Reiskochtopf oder sowas. Hey, Reiskochtopf, besiege Cell! Mein Name ist Reiskochtopf. Ich bin ein Ultra Saiyajin. Deswegen finde ich auch Jon Schnee echt ein beschissener Name. Wow!
Ja. Wo war ich denn jetzt schon wieder? Oh, Mann. Okay. Also ja, Dragonbinder. Doch, so hieß das Drachenhorn, oder? Doch, ich glaube ja. Auf jeden Fall ist es halt so ein Drachenhorn, das der Euron Graufreud hatte. Ach komm, das hört sich auch so scheiße an, ne? Das ist einfach Greyjoy. Ich hoffe einfach, dass ihr trotzdem versteht mit dem Vornamen, wen ich meine. Auch wenn ich es jetzt nicht irgendwie John Schnee und Graufreud nenne. Das ist auf jeden Fall dieser Euron Greyjoy. Der, wo jetzt auch gerade momentan in der Serie so groß hier dabei ist, mit seiner riesen Spielen und Regen gleichzeitig sehr geschissen. Mit seinem riesen Schlachtschiff-Armada da. Hat so ein Horn gehabt und hat es. Wie hießen denn nochmal? Ja, gut, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Hat es halt auf jeden Fall einem seiner Typen gegeben, weil der Typ ja Daenerys Targaryen suchen sollte. So, und dieser Typ ist immer noch, glaube ich, im Besitz von Dragonbinder, also von dem Drachenhorn. Ja. Moin. So, ja, und irgendwie, keine Ahnung, müsste es ja wieder in die Hände von Euron irgendwann mal kommen oder sowas, vielleicht auch von Cersei, und so töten sie gar nicht den Drachen, sondern übernehmen einen den Drachen. Beziehungsweise, eine andere Alternative, die ich mir auch mal gedacht hatte, sie hat ja diesen einen komischen Hexendoktor dabei, der ja hier, The Mountain, also den Berg, Gregor Clegane, und welchen Namen ihr ihn auch immer kennt. Oh, wo muss ich denn hin? Ah, okay. Vom Toten wiedererlebt hat. So, jetzt ist halt die Überlegung, wenn sie es wirklich schaffen, so wie wir es gesehen hatten, mit diesem komischen Riesenarmbrust da einen Drachen zu töten, der Hexendoktor es dann irgendwie schafft, den Drachen wiederzubeleben und diesen dann mit dem Drachenhorn zu kontrollieren. Dann hätte halt die Lannister-Armee auf einmal einen fetten, toten Drachen an ihrer Seite. Und ich meine, man sieht es ja an Clegane, wie der nach seinem Tod nochmal deutlich mächtiger geworden ist. Und wenn das halt mit dem Drachen passieren würde. Baboom. Babo-Drache, ey. Babo-Drache, der eh schon tot ist und nicht an sich nicht nochmal sterben kann. Das ist halt schon epochaler Epic-Shit. Aber da ist halt wie gesagt das Problem. Ich weiß gar nicht, ob diese Drachenhörner in der Serie eigentlich großartig vorgekommen sind. Kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr das noch wisst. Würde mich jetzt echt gerade interessieren, weil wenn ja, dann werden die auf jeden Fall in der Serie auch noch eine wirklich große Rolle spielen. So, das treibt... Ey. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es so ein riesen Level war, nachdem wir die Kanone geladen hatten. Da muss ich. Wahrscheinlich haben die das hier alle schon vorher gemacht und ich bin erst dazu gekommen, wo die Kanone geschossen hat. Mein Gedächtnis, ich sag's ja. Toll, falsche Seite. Da 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 da. Das ist ein bisschen neu. Ernsthaft. Hey, halt. Hä? Da steht der. Ach, Mann. Ich hab gedacht, ich könnte da hochhüpfen auch. So, zack. Abschuss. Brrr.
So. Yay, wir haben die Mission beendet. Ja, war jetzt ja recht easy peasy cheesy weasy. Gut, ich spiele auch bloß auf dem Anfängerlevel, muss man dazu ja auch sagen. Aber trotzdem, ja. Oh, hat trotzdem 20 Minuten gebraucht. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe mich ganz viel eingesammelt. Buha. Ja, die ist scheiße. Weg. Oh. Revolver und. Oh, Pausch. Oh, ich glaube, das ist so ein. Piu. Piu. Schaden. Schaden. Feuerrate. 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 So, schwere Waffe. Den haben wir momentan ausgerüstet. Schlechter. Flammenwerfer oder das Ding ist halt nur, das kann ich ja noch verbessern. Scheiße, kann ich noch Schaden machen und Schaden machen und Schaden machen. Weg und weg. Hey, den kann ich auch noch Schaden machen und Schaden machen. Ganz viele Rüstungen. Ich komme langsam nicht mehr hintereinander bei den Rüstungen. Na, die behalte ich mal, die ist nicht cool. Schum, schum. So, Fähigkeiten. Hier unten habe ich wieder was. Das heißt, ich kann jetzt entweder Ansturm, Entfernung oder Niederschlagdauer. Oder ich mache hier erhöhter Radius und Winkel vergrößern. Aha. Ich mach mal hier die Heilung höher. Ah, ich kann die Sachen ja auch wieder zurück. Ah, okay. Schön, Artillerieschlag, Tarnung. Ja, das finde ich so ganz gut. So, haben wir ein Bestiarium, irgendwas Neues? Vermutlich hier nichts. Sieht nicht so aus. Gut, dann wünsche ich euch, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Game of Thrones reden wollt, sagt einfach in den Kommentaren Bescheid. Und haltet euch auch so über Theorien drüber, kein Problem. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Alien Nation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.